So, nur dass ihr es jetzt einmal wisst, wir haben zwei Kameras aufstehen und wir haben gerade schon mal fleißig aufgenommen. Das wird dann wahrscheinlich in die Outtakes mit reinkommen, dann mehr oder weniger, dann so im Nachhinein. Wir werden hauptsächlich in diese Kamera schauen. Wir sagen es jetzt nochmal im Nachhinein. Und Coyote ist heute mit am Start. Wir machen heute einige Videos für euch, unter anderem für euch das erste Mal richtig ins Album mit reinhören. Wir machen jetzt für euch ein Pre-Release des Albums sozusagen. Und genau. Dann erstmal danke für die Einladung. Ey, das ist, also schon alleine der Raum ist eine Kindheitserinnerung. Oh ja, oh ja, oh ja. Also Pumpen, hier überall Pokémon, Naruto. Es ist einfach herrlich. Das ist wirklich ein Traum für jeden Mann hier. Oder für jeden, der in der Zeit groß geworden ist. Frau natürlich auch. Und Gender das ist dürfen einfach wir nicht herrlich. vergessen. Gender. Wie jedermann. Auch Also, mit Frau das mit findet. Dödel. Oder Das Mann findet ohne heute Dödel, nicht. wie auch immer. Ihr wisst schon, wie es Für ist. jedes Geschlecht. Wenn Genau. wir Mann sagen oder er oder das, ist immer das gemeint. Oder? Geschlechtsübergreifende Maßnahmen sozusagen. Genderst du auf Twitch? Muss ich mich jetzt anpassen oder passt das? Nö, das passt schon soweit, Passt. das passt schon soweit. Also, schön, dass ich heute da sein darf. Ist ja Ja, heute freut für mich. beide Hauptkanäle gedacht. Wir werden das, je nachdem, wie lange unser Geplapper geht, werden wir hier schon zwei Teile machen. Auf jeden Fall, ich denke, das. Was findet heute statt? Album. Wir hören in das Album rein. Ihr werdet Insider Facts bekommen. Ihr werdet alles, was ihr hören wollt. Was du hören willst, was deine Community hören will, was die Rudel Army hören will. Wir werden heute alles ausplaudern, dass Genau. wir einmal das Album durchnehmen und zusammen reinhören. Es gibt ja schon viele Single-Auskopplungen und wird es auch noch ein paar Insider Facts geben. Erstens das, dann an der Entstehung waren wir ja trotzdem passiv mit am Start gewesen, also ich So jetzt sieht's aus. zumindest. Also ich habe ja schon, ja, arbeiten ja schon seit, was weiß ich, wie lange jetzt schon? Über ein halbes Jahr, ne? Das ist Ja, bestimmt jetzt über ein schon halbes Jahr locker. ist das jetzt. Und immer die Beats gehört, immer die Texte gehört, was kann man noch anpassen, was kann man verändern, immer so Feedback reingeholt, dann, Du hast schon vieles gehört. ja. In noch nicht fertiger Fassung. Genau. In Demo hast du schon einiges gehört. Und auch ordentlich mit beigetragen. Deshalb wird dir nicht, einiges wird dir vielleicht neu vorkommen oder ist schon zu lange her, aber Mal kurz sagen, vieles kennst du schon. wir haben ja schon einige Vieles kennst du schon. gehört und gemacht und getan und so weiter und so fort. Also da war schon spannend. War eine lange Zeit und jetzt Alles. ist es bald soweit. Endlich. Wann ist es jetzt eigentlich soweit? Darf man das jetzt schon sagen? Auf jeden Fall Ende März. Ende März, Anfang April, kleines Ostergeschenk. Da wird das gute Stück auch in physischer Form limitiert rauskommen. Gibt ja noch die Album-Vorverkäufe. Und du wirst es natürlich dann ja auch auf dem Kanal vorstellen. Ja, Unboxing kommt auf jeden Fall wieder mit dazu. Du bist ja Wird direkt beteiligt das und ein hast oder alles. andere Snippet natürlich auch wieder geben und ja. Da hast du ja beim letzten Album schon einiges gezeigt, was du da kannst in deiner Schnittkiste. Genau. Schönes Snippet geworden, wirst du natürlich ja auch wieder Ja, passend zum Album, was ne? Schönes Muss man machen. ja dann. Ah. In jeder Hinsicht was Geiles basteln. So, ich würde mal sagen, wir fangen mal an, zumindest in. In das Intro. Sind es jetzt die Namen auch so? Also ihr werdet jetzt den YouTube-Kanal einfach vom Coyote jetzt mit sehen, weil immer dann hin und her switchen, dass wir jetzt einen schönen Hintergrund jetzt mit haben, weil vom Audio her ist es am besten, wenn man es über OBS einfach mit aufnimmt, dass ihr dann den besten Klang einfach davon habt, weil wenn wir es jetzt über Definitiv. Kamera wieder machen und Mikro, da ist einfach zu viel Hall und da und hier und da, das ist Quatsch. Deswegen machen wir es über Kopfhörer jetzt. Deswegen auch zwei Perspektiven dann für Die euch Dolby und Digital Variante dann für genau. den Konsumenten. Weil wir euch natürlich den besten Klang geben wollen, dass ihr wisst, was auf euch zukommt oder nicht. Und von daher, die Tracklisten, ne, wollen wir Habe ich die jetzt schon mit? überhört. Wollen wir die? Na, selbstverständlich, hier wird die Trackliste released. Dann, Definitiv. dass ihr da schon mal reinhört. Und das erste, Coyote wird immer dann anhalten, wenn er dann noch was mit dann extra nochmal dazu zu sagen hat. Und hier wird da kein Claim oder irgendwas geben. Wir haben ja die Rechte dazu. Also braucht euch diesmal in dem Punkt mal keinen Kopf zu machen. Ausnahmsweise kommt bestimmt ab und zu mal vor bei dem einen Ja, oder anderen und Künstler. genau. Aber das sind die Künstler selber schuld, wenn sie scheiße sind. Und von daher Kein Beileid. kein Beileid, nein. Nee, starten wir mit dem Intro. Rudelcrime-Epoche. Das ist die Abkürzung, die jetzt da steht. Rudelcrime-Epoche. Intro. Was soll ich sagen? Es wird ein kleines Punchline-Massaker.
Kannst du ja dann mal. Hast du ja, glaube ich, auch noch nicht gehört. Also das ist eins der wenigen, die du noch nicht ganz gehört hast. Ich habe gerade mal ganz, ganz kurz reingehört, wegen Klang und Sound und so weiter und so fort. Und genau, wir tun mal ganz kurz rein, dass wir jetzt schauen können, ob es passt mit dem Audio, aber normal ist das feine Intro erstmal für. Hä? Jetzt mache ich den Kopfhörer kaputt. Ja. Muss mal ganz kurz los, ob du was hörst. Ich denke, wir können da noch ein bisschen hochregeln. Mhm. Hast du schon kurz. Wir gehen mal rein in den Song und dann. Dschungel, Kaiserkrone, muskelbreit geboren, ungefragt spiel Streicherstrophen auf Kantuschas Geigenbogen. Schussbereit statiere ich in unerreichter Zonen, mit traumatischer Wirkung, wie Truppeneinsatz folgen. Die Nummer 1 erklommen, chillen, punktverzierter Mode und wer bundesweit kopiert wie eine Football-Player-Pose. Die Rudel-Army wird ab heute die Kunst entscheiden formen, Spuren einer Horde statt der Rudel-Crime-Epoche. Breitbeiniger Gang, der Zeitgeist bis ins Rang, marschiert die Rudel-Army ein, dann spielt das Hunden milden Klang. Fanfaren präsentieren sich in kurfürstlicher Tracht und verneigen sich, erscheint im Tod der kurfürstlichen. Gleich schon wieder so Kolle-Vibes schon wieder für mich. So irgendwie dann wie Königsaura oder sowas. Dieses einfach, dieses. Was sagt? Spannend, ja. Also das null. Also ich muss mal dazu sagen, an Künstlern orientiere ich mich gar nicht. Ja. Bin da komplett mein eigener Künstler, aber ich. Anscheinend, das ist einfach. Stehe ich drauf. Nee, das sitze ich dann auch immer da am Schreibtisch oder eben beim Biwaken abends. Ja. Notizzettel. Wenn ich da irgendwas habe, der erste Moment, wenn ich realisiere das gar nicht. Also ich schreibe da einfach und wenn ich es dann zwei, dreimal durchgehe und merke dann, was ist das für eine Stelle? Muss ich selbst schmunzeln? Ja. Muss ich selbst schmunzeln und realisiere das in dem Moment gar nicht. Nee, aber auch erst beim Aufnehmen teilweise, wenn ich es dann höre, ah, was war das denn jetzt schon wieder so, die Stelle? Also ich habe da so meine Stellen, die ich absolut feiere, wo ich dann auch selber sage, den Moment, den behalte ich immer in Erinnerung, weil das ist so ein. Was war das denn jetzt wieder? Ja, und bei mir ist es ja so, dadurch ja jetzt schon, keine Ahnung, glaube ich, 130 Boxen jetzt mittlerweile an Musik, allein schon 130 Alben jetzt so in den letzten anderthalb Jahren gehört habe, allein plus rein von meinen Unboxing-Videos, also abgesehen von den ganzen Unterkategorien, was alles schon an Alben rauskam oder was weiß ich was, wie viel ich habe, glaube ich, hier, keine Ahnung, über 7000 Tracks allein plus von den letzten anderthalben Jahren jetzt. Sportlich. Ja, hast du halt so einen anderen Einblick, wo du dann immer sagst, dann, das hast du irgendwie schon mal gehört, aber es ist was anderes. Aber ich finde es dann immer cool oder lustig, die Dullis, was dann immer an den Unboxing-Videos dann was reinschreiben, wenn du nicht an jeden Track da denkst, wo ich dann immer explizit davor sage, ich habe so viel Musik, ich kann mir nicht von jedes einzelne Lied merken, wann das wo, auf welchem Album war. Weil wenn du hier 7000 Alben rumfliegen hast, kannst du dir nicht von jedem. Was dann, ne? Wie kannst denn du das nicht von Kolle wissen oder vom Farid? Woher kommt denn das? Oder von Bushido? Oder Linkin Park? Oder, ne? Ach, das ist so Spaß. Das sind einfach Leute, die wollen Kommentare schreiben und wollen sich irgendwie aufmerksam machen, weil sie in ihrem eigenen Leben nichts gerafft kriegen. Ja. Keine Aufmerksamkeit bekommen. Da muss man drüber lachen. Ja, natürlich. Ich finde das auch immer witzig, weil oh, die meisten tun sich dann immer nach recht. Aber, what? Da geht's weiter. Zurück mit Matadoren, Eifer und behandelt die Feinde wie Sklavenlohneintreiber, die wie Steinkopf-Wattler ständig um das Alpha-Wolfes Leibe kreisen, als sei er ein Gefahren voller Feinde. Wand mit Malereien wie zu Pharaonen Zeiten zeigen, wie ich heldenhaft die wilde Katastrophe meister. Du wirst an die Spitze steigen, wie die Zahl an hohen Pleiten, doch fest ganz tief in den Abgrund. Katakombenreiche, denn Rapper präsentieren sich wie Jahrmarkt-Totenflyer, Kunterbunt und Thai mit Puderzuckerschleier. Paar Aromen zeigen sich, wenn ich mit der Tabakdose peitsche, denn das verleiht Charakter wie Banderole-Zeichen. Mit der Stärke eines Herkules. Ja, ich mag immer das. Mag ich auch immer bei Kolle, dieses Double Time, plus mal kurz anklatschen dann. So, das mag ich immer sehr. Den Stil mit den hatte ich von Anfang an schon mit reingebracht, um einfach ein bisschen Flow-Wechsel drin zu haben, um nicht so Punchline, Punchline, Punchline oder Reimkette auf Reimkette, sondern dass man da so einen kleinen, so, na, wie eine Betonung. Ja, und dann mal kurz eine Geschwindigkeit halt rein. Und einfach dann so. Ja, das ist super gepasst. Ja. Ist auch erst in der Buch entstanden, als ich hatte gerappt und musste dann selber über meine Line lachen. Und dann bin ich zu spät eingestiegen und habe das einmal so mit reingenommen. Und das ist genau der Take, den haben wir einmal gemacht. Und dann, siehste? Ja, dann passt es halt. Kam das Ding da rein. Ja. Und ich habe das einmal gefeiert, weil das so schön das Ende betont. Ich, also das Ende, die Bridge, feiere ich einfach.
Das ist wirklich so eines meiner Highlight-Zeilen auf oder Highlight-Stellen auf dem Track. Ist das? Die kam auch zuletzt erst mit rein. Ja. Die fällt mir auch sofort auf, dann nochmal da. Das passt. Ein kleiner Seitenhieb an. Ihr wisst schon, wen. Wir wollen keine Namen nennen. Und den Schossen eines Gatterbrechts treten wir ins nächste Wundgefecht und preisen uns zur Luft gesenkt. Zur Herbstzeiten begonnen, an der Kunst gefeit wie Roden. Marschieren trotz der Proben, denn der Sturm ergreift die Sorgen. Setzen Dutzenden Dekaden, noch ein Held mit Rang und Namen. In Schulen breit besprochen, statt der Rudel-Crime-Epoche. Erweiter meine Grenzen wie gar Gaius Julius Caesar, denn erscheint die Rudel-Armee. Ist Staat zum Bruch das Thema, weil Fluchtgefahr bestand. Gibt es ein Bunchers zum Empfang und tanzt dann einer aus der Reihe. Wird eine Trapper-Flow verbannt, meines herrschaftlichen Wohnsitz. In attraktiver Lage, in der talentierte Baden. Über alte Siegertage singen, als würde ich einen Adelstitel tragen. Denn die Forschung liefert Daten, doch die Praxis Kriegertaten. Als ich einmal stand am Rand der Niederlage, sagte ich zu angstgetriebenen, knapp mit aggressiver Sprache. Wieder so ein Track, wo du das auch öfters hören musst, dass du da manche Zusammenhänge von den Punchlines auch kapierst. Dann. Das ist das dann. Das ist halt wie beim Kolle. Das ist manchmal noch mit noch 3 Jahren. Rafft mal erst, was er eigentlich gemeint hat, dann so gefühlt dann teilweise. Das ist auch bei dir. Das musst du auch wirklich öfters sagen. Königsdisziplin, Kolle, also da Props, was da rausgehauen wird, egal was für Skandale da vorherrschen oder was da gelabert wird. Man muss es erstmal so umsetzen und. Ja, auf die Jahre auch hin, ne? Solche, wie viele Alben der Arsch raus hat oder ja, was der im Jahr da raushaut, auch mal nebenbei. Es ist schon ganz hohe Königsdisziplin. Ja. Und dass man da sich mal inspirieren lässt oder Unterstützung hat, ist völlig normal. Ist da immer mal kost. Bei der Dichte. Man kann das Rad halt alle neu erfinden. Das ist halt da, es ist. Da tut sich jeder irgendwo aus irgendeiner Quelle, egal ob das jetzt Sido, ob das Savage, also die ganzen Alten da oder die neuen Leute, was jetzt dazukommen, die Dullis teilweise, die denken ja, mit ihren Autotunen haben sie auch wieder was Neues erfunden, aber das gab es auch schon vor 20 Jahren. Also, ne, ob das jetzt fettes Brot war oder keine Ahnung was. Und ob man am Ende dann alles unter Rap verzeichnen kann. Also, das ist Rap. Ja, was ist Rap? Ja. So, und. Der Rest ist doch schon halb Pop. Ja, erstens Pop. Das und zweitens Rap im Endeffekt ist eigentlich Street Rap. Und das gibt's halt auch nicht mehr. Viel, gab dann früher Verschiedenes, ob politisch, ja, ob irgendeinen Mangel ansprechen, gesellschaftlich, ja, oder sich einfach nur so ein bisschen zu repräsentieren, Representer Rap. Aber dieses Disco, das gibt kein Disco Rap. Nee. Wenn dann Pop. Das ist dann Pop. Gut, genau. Palmas Plastik ist so eine Mischform, die haben das etabliert, alles, was jetzt hochkommt, aber. Ja, plus das genauso als Street trotzdem mit drin in anderen Liedern, die machen halt 2, 3 Liedern dann bei Palmas Plastik, jetzt bei allen 3 Alben, da ja. Das kommt mit rein, aber das ist genauso als Street mit drin. Und aber der Rest, der heute in der Modus Mio ist, naja. Hm. Wie dieser eine T zum Low. Kommen wir noch hin, wir fangen langsam an. Genau. Wenn wir sagen, noch kurz reinhauen, also wir werden euch, denke ich mal, von jedem Track so ungefähr die Hälfte, weil ihr sollt euch ja am Ende. Der Rest wird rausgeschnitten, du hörst das Ding ja, ganz an. Ein Schmanke. Überlänge auf dem zweiten Part. Hm. Liegt einfach daran, dass ich da nochmal eine Spannung aufbauen wollte. Hm. Die dann wieder. Beides Intro, ja. Also genau, beides Intro, also es hat beides Überlänge, muss man. Ja, mit so Intro, dann 16er, jetzt auch wieder ein bisschen länger, aber bei dieser Punchline-Dichte dachte ich, da brauchst du es. Das hat sich so gut schreiben lassen. Ist ein schönes Ding. Ich sag mal, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja trotzdem eine EP, also es ist jetzt kein 14 oder 15 Track-Album, das kommt noch dazu. Deswegen, dann müssen die Tracks deshalb auch ein bisschen länger sein. Eben. Das. Und das ist eines der längsten Tracks mit. Naja, längsten von Parts her. Ja. Und das Ding ist einfach, das soll ein schöner Einstieg in das Album sein. Rudel, Crime Epoche sagt schon alles, da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Hat dann mal quasi ins Album rein. Nee, das hat mir dann auch damals dann gesagt, dass so gewisse Themen dann, dass du so ein Hoch, dann wieder ein wenig konzentrierter, was jetzt ein wenig. Wenn man ein wenig deeper sein kann oder was jetzt vom Leben oder wie auch immer dann und dann wieder in die Fresse rap dann wieder und dann halt, dass so diese die Berglandschaft dann. Ist eine schöne Mischung. Schon, genau. Ist eine schöne Mischung. So. Ich hab die auch, oder wir haben die auch tracklistenmäßig schön gestaffelt. Ja. Ihr habt alles dabei. Ja. Ihr könnt euch in die Fresse rap anhören, wo durchaus der ein oder andere Name genannt wird. Bin sonst nicht einer, der Name-Dropping macht, aber
In gewissen Situationen muss sich da einer mal was trauen. Wenn sich schon niemand traut, das ist ja heute Kuschelrap. Jeder verträgt sich mit jedem. Beef wird mit Boxen, Showboxen geklärt oder mit irgendwelchen bitchigen Moves auf Twitch oder YouTube. Das ist doch peinlich. Hm. Hat das noch mit Rap zu tun? Leider nichts mehr. Früher, ihr könnt es an Akro Berlin erinnern, das wurde richtig geil mit Musik geklärt. Da hatten die Fans was davon. Da hatte der Zuschauer, selbst wenn man in 20 Jahren das sich noch anhört, das feiert man. Ja. Da war Innovation. Ja. Die Innovation ist komplett aus dem Rap gefallen und legt sich auf YouTube mit irgendwelchen Bitch-Moves. Ich brauche da keine Namen nennen, was da jetzt die letzten halben, dreiviertel Jahre passiert ist. Das ist peinlich. Das ist damals mit Urteil oder Ego mit Abrechnung und die ganzen Sachen dann. Das war halt wirklich Punchline an Punchline. Und da wurde Rap aufs nächste Level gehoben. Ja, auf jeden Fall. Und heute? YouTube stetig runtergerankt, das ist peinlich. Es ist einfach. Ja, und erstens das, und das hat ja nichts mehr mit Können, das ist ja bloß noch hier eine anderthalb Minute am besten ein Lied, dass es am besten gerankt wird von der Watchtime her, und das hat gar nichts mehr mit Mucke machen zu tun, sondern einfach bloß nur, wer macht die meisten Klicks und so. Ach. Gehen wir nächsten, ne? Die Sorgen hey, setzen nutzen den Dekaden, noch ein Held mit Rang und Namen. In Schulen breit besprochen, statt der Rudel-Crime-Epoche. Das ist eigentlich... Ah, na. Juhu. Sollte eigentlich gleich alles, aber warum denn da, ne? Ach, wir können eigentlich jetzt einzeln